Ein weiteres Beispiel der Ebenenkinematik. Ein Kurbeltrieb, dessen untere Kurbel AB sich hier mit Omega AB um die Achse durch A bewegt, und ein Kolben, welcher sich durch die Führung hier oben nur in horizontaler Richtung bewegen kann. Zu bestimmen ist die Geschwindigkeit dieses Kolbens und die Winkelgeschwindigkeit der Verbindungsstange CB. Und zwar für die gegebene Winkellage Theta ist gleich Theta 1 und Phi ist gleich Phi 1. Also auch hier wieder gleiches Koordinatensystem. XY, positive Drehrichtung. Und dann skizzieren wir es wieder raus. Punkt A, Punkt B, da oben der Punkt C. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man gerne das C wissen möchte. Ich mache es konsistent mit den schriftlichen Lösungen, damit sie das dann gleich haben. Ich habe es hier einmal nicht positiv koordinatensystemmäßig eingezeichnet, sondern nach links. Dann haben wir hier ein Omega, machen wir es ein bisschen größer vielleicht zuerst einmal. Eine Rotation um A, das ist Omega AB. Was haben wir noch? Wir haben irgendeine Geschwindigkeit VB. Wir haben ein Omega CB, jetzt muss ich noch schauen, wie herum habe ich das positiv angenommen, ja, in der positiven Z-Richtung. Und die Ortsvektoren, diese Abstandsvektoren. Der Winkel vielleicht noch hier. Dieser Winkel ist Phi und der Winkel da oben ist Theta. Ja, und dann haben wir es eigentlich. Gut, was braucht man? Naja, schauen wir uns vielleicht einmal den ersten Teil an. Der erste Teil ist hier. Wir kennen ja wieder die Randbedingung, dass sich der Punkt A nicht translatorisch bewegen darf. Es gibt nur Rotation. Also rechnen wir mal den Teil da aus, LAB. Das heißt, den Vektor VB schauen wir uns einmal an. Der Vektor VB ist dann, wenn man sofort voraussetzt, dass man weiß, A bewegt sich nicht translatorisch, nur dieser Rotationsanteil, Omega AB Kreuz LAB. Omega AB dreht positiv in unserem System, kriegt also einfach wieder ein EZ. Und das LAB muss man sich anschauen. Der schaut jetzt nach links, das heißt, die x-Komponente ist negativ und mit einem Cosinus, wenn der Phi da oben der eingeschlossene Winkel ist, also minus, das ist eh LAB vom Betrag her, minus LAB Cosinus Phi ist die x-Richtung und ebenso in y minus nach unten minus LAB Sinus Phi. Ausrechnen, Zx, also ich schreibe es einfach her, Sie rechnen das Kreuzprodukt her aus, wie Sie wollen. Ich ziehe auch LAB raus gleich und lasse die Winkelfunktionen mit den Kreuzprodukten in einer Klammer, dann braucht man nicht so viel schreiben. Zx ist plus y und zy ist minus x, dann tun wir das minus x, das dann mit dem Minus hier zum Plus wird, nach vor. Also Sinus Phi x minus Cosinus Phi y. Das ist VB. Wie schaut es jetzt mit VC aus? Was wendet man da an? Immer gleich. VB plus Kreuzprodukt Winkelgeschwindigkeit mit dem Abstandsvektor. VB lasse ich jetzt einmal als VB stehen. Und ja, rechnen wir das Kreuzprodukt einmal extra aus. Omega CB dreht wieder positiv, ist alles so entweder vorgegeben oder angenommen von den Rotationen her. Kreuz, und was hat es mit dem LBC auf sich? Das hat beides positive Komponenten, und zwar einmal, wenn da herunten, da herunten muss ja wieder Theta sein, also ist die x-Komponente LBC Cosinus Theta und die y-Komponente Sinus. Und LBC Sinus Theta Y.
Dann haben wir wieder die gleichen Kreuzprodukte wieder oben. Schreiben wir es einmal her. Zxy ist plus xyz, das ist zyklisch. Und zyx ist x und z vertauscht, ist also minus. Das heißt, wir kriegen Omega cb wieder mit einmal minus, wenn wir das x noch vorziehen, Sinus Theta in x-Richtung und plus Cosinus Theta in y-Richtung. Jetzt schreiben wir gleich komponentenweise das Ganze an, weil die Randbedingung ist ja jetzt Vcy muss 0 sein. Vertikal ist eingesperrt, deswegen gibt es nur Vcx. Also bleibt links nur stehen, und zwar jetzt Koordinatensystem richtig eingetragen, minus Vc in x-Richtung, das habe ich nach links angenommen, ist gleich rechte Seite die x-Komponenten, nämlich einmal Omega AB LAB Sinus Phi von hier oben und von da unten vom Kreuzprodukt minus Omega CB LBC Sinus Theta. X-Komponente plus Y-Komponente ist jetzt umgekehrt, damit wir wieder das positive Vorzeichen vorne haben. Omega CB LBC Cosinus Theta von hier herunten und von da oben Omega AB LAB Cosinus Phi mit einem negativen Vorzeichen. In Y-Richtung. Koeffizientenvergleich wieder, nämlich in X-Richtung haben wir dann minus Vc, das Omega AB LAB Sinus Phi minus Omega CB LBC Sinus Theta und in Y-Richtung haben wir 0, ist gleich das rechte da, Omega CB LBC Cosinus Theta minus Omega AB LAB Cosinus Phi. Aus der Y-Komponente kann man das Omega ausrechnen, nämlich das Omega BC, das Omega AB kennen wir ja, und dann mit den beiden oben die Geschwindigkeit von C. Also 1 und 2, aus 2 kriegen wir für das Omega CB, Omega AB, LAB, Cosinus Phi durch LBC, Cosinus Theta. Das sind 2,45 Sekunden hoch minus 1. Und das setzen wir in die Gleichung 1 ein, gemeinsam mit dem bekannten Omega AB und kriegen für Vc Vorzeichen richtig, ja, dreht man halt um, das schreibe ich jetzt nicht noch einmal hin, einen positiven Wert draus, nämlich 0,73 Meter pro Sekunde. Was so viel bedeutet wie, das eingezeichnete Vc nach links ist das, was auch in der Realität so auftritt für den Zustand, für diese Position.